Willkommen zur nächsten Partie. Ich hatte das ja schon im letzten Match angekündigt. Hier geht es jetzt wirklich um die internationalen Plätze. Ansonsten liegt ja unser Fokus zuletzt eher auf dem Verfolgerfeld von Bayern München und die Abstiegsregion, weil die eben momentan noch so groß ist. Nun aber Frage, wer qualifiziert sich für Champions League und wer für Europa League? Die Hoffenheimer, die wollen natürlich in die Champions League, sind bei uns auf dem zweiten Tabellenplatz. Vielleicht geht auch noch was nach oben. Gegen Bayern hatte man ja am 20. Spieltag verloren. Am 21. dann 5:4 gegen Hertha gewonnen. Also auch da wieder sehr, sehr torreich. Die Mainzer, die schielen bei uns zumindest noch nach Europa. Siebter Platz, 35 Punkte. Das ist schon mal eine tolle Ausbeute. Ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Im Hinspiel hatte sich Hoffenheim 4:3 durchgesetzt. Und unsere Software sagt, dass Hoffenheim das erneut schaffen wird. 3:1. Ihr tippt auf ultimate-kicker.de und dann schauen wir mal, wer jetzt Schiedsrichter ist. Los geht's, jetzt muss ich gewinnen, damit das ziemlich immer gleich ist hier. Ich muss mit 3 Toren Unterschied gewinnen hier. So, haben wir 0-0, alles 0, also abstandmäßig. Das wird Dr. Fummler nicht zulassen. Ja, Dr. Sommer, Bravo, Charlie Fummler. Na? Ja, so heißt er. Mainz hat Anstoß, also ich. Los geht's. So. Ich habe mir jetzt Pillen bei der Wartezerrung jetzt auch Kaffee geholt, also jetzt bin ich voll drauf. Ja. Die ersten beiden Spiele an diesem Spieltag waren schon mal schön, sehr ansehnlich, offensiv und defensiv auch zum Großteil toll gemacht. Viel Taktik auch dahinter. Also momentan bin ich zufriedener im Vergleich zum letzten Wochenende. Also ich wäre schon zufrieden, wenn ich mal ein Spiel gewinne hier. Mucke beginnt wieder gut. Oh, der kommt an! Was für eine Parade von Baumann! Oh, schade! Schon wieder ein super Pass von Mucke! Mein Gott, Baumann! Beste Mann hier! Jetzt schon! Alter, oh. Ey, Baumann! Das erinnert mich an die letzten Partien. Auch da hatte Mucke mehr Chancen, mehr Schüsse. Und Baumann jetzt schon, nach 4 Minuten, dreimal. Richtig gut dabei. Ei! Vor allem, das war mal wieder die gefährlichste Ecke seit langem. Ja, und dann gleich der Nachschuss auch noch. Ja, in die Magengrube vom Baumann. Der hat sich hier aufgeopfert. Der ist tot. Zentner auf der anderen Seite noch nicht gefordert. Ei, schön geblockt. Muss er auch nicht, ne? Ich mag ihn zwar, aber ich habe Angst. Eieieiei, was für eine Anfangsphase. Wieder Mucke gleich zu Beginn. Sehr, sehr präsent. Hi. Hallo. Oh, da rennt der von. Der sollte da gar nicht hin. Oh, Zentner! Ah, Zentner. Zentner. Gut gemacht. Geile Pfeife, du. Direkt applaudiert, Ball weg, applaudiert. Oh, Zentner! Ah. Hey, jetzt ist aber wach hier. Das war viel zu unplatziert. Ja, gut raufgegangen. Oh, schöne Flanke. Weiter, weiter, weiter. Mann, oh, da muss er viel früher starten. Oh, schön gemacht. Sau gut gemacht. Und ich krieg den Spieler nicht. Oh, Riesenchance für Hoffenheim. Mann, 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 Mann. Also Anfangsphase gehörte Mainz, jetzt Hoffenheim hier am Drücker. Uiuiui, das hätte auch ein Tor sein müssen. Jawohl! Das gibt's nicht. Und dann so ein Eiertor hier. Ja. Scheiße. Ich wollte eigentlich gar nicht schießen, ich war auf Zweikampf vorbereitet. Ich dachte, oh, dann schießen wir einfach. Ja. So, Tor 1 für Mainz.
Ich will Baumann, die ist immer an. Ich liebe Baumann. Das war jetzt ärgerlich, dass wir schön getunnelt den eigenen Mann. Mein Mann getunnelt, ja, dann ist er sowieso unhaltbar. So, Muto! Ja. Ei! Da solltet ihr gar nicht hin. Polanski ist ja schnell. Rupp macht's jetzt besser. Da geht keiner hin. Ich drücke den Pfeil nach unten auf meinen Xbox 360 Pad. Geh hin und wer denkt sich, dann will ich doch Feierabend. 1-1. Drei Minuten. Ist die schnelle Antwort. Ja, ganz toll. Ui, gefährlich. Ja, Rupp war, glaube ich, auch der Spieler, der vorher die richtig gute Möglichkeit liegen ließ. Ja. Knapp am Pfosten vorbei. Ah, stark. Den Ball hier erobert von Mainz gegen Uth. Ui, selber vorgelegt. Jawohl. Der zweite Fehler. Eieiei. Das erinnert mich jetzt noch ans letzte Wochenende. Auch den zweiten Fehler nutzt Muto als Kleiner. Ein Kaffeelatte macht Macchiato. Oh, lecker, lecker. So. Oh, Muto. Schade. In 6 Minuten fallen dann doch 3 Tore. Ja. Ja, zwei blöde Fehler. Gleich bestraft. Das 1-0 war ja eher Zufall. Ja, aber war ja trotzdem ein Fehler, dass wir den nicht richtig wegbekommen. Sehr gut gespielt. Oh, Uth! Die zweite richtig gute Chance, die Hoffenheim liegen lässt. Ja, fast erneut die direkte Antwort. Von dem hattest du ja letzte Woche noch mega Schiss. Ja, der war da nicht zu bändigen. Am letzten Wochenende. Jetzt vergibt er hier leider eine gute Möglichkeit, um direkt auszugleichen. Also, dass der Schiri bei mir hier blau anhat, das ist einfach dumm. Ah, bei dir auch? Ja. Das ist... Was? Oh, gibt's eine Karte? Aber nee. Vom Labisse behindern? Mich irritiert das Blau. Ja. Oh, da nimmt er den Ball nicht mehr mit. Gute Möglichkeit wieder. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Das frage ich mich auch. Oh. Irgendwas hier unten. Schön gehalten vom Baumann. Ja, hätte ich jetzt auch. Das war schon ein bisschen. Ja. Ja. Es ist kleinlich, das kann man auf jeden Fall sagen. Und das, obwohl er den Namen Fummler trägt. Scheiße. Oh, nochmal vorbeigelaufen. Maxim mit Platz. Ah, schade. Fast richtig gut gemacht. Scheiße. Dann muss er dann aber ein bisschen fester, ein bisschen strammer. Ich drück, also ja. Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Du drückst den Knopf voll durch. Ja. Oh, es gibt aber immerhin den Freistoß. Ja, und gelb. Oh Gott, die erste Hälfte ist ja gleich zu Ende. Oh Gott. Oh Mann. Die erste Hälfte. Wir liegen. Ja, und wir liegen hinten. Das finde ich scheiße. Nicht gut. Oh! Ah!
Jetzt lasse ich hier aber Möglichkeiten liegen. Das passt doch gar nicht zu mir. Wenn man die letzten Wochenenden so sieht. Ey, da warst du sehr effizient. Ja. Oh, krieg ich wieder. Ui! Okay. Scheiße. Also jetzt hätten wir schon führen müssen im Prinzip von den Chancen, die wir in den letzten Minuten hatten. Weil so eine Sahne kann man noch nicht haben. Ei. Weiter! Oh, der hat immer noch Ball, die Pfeife. Also du bist nicht die Pfeife. Hm. Sowas würde ich nie sagen. Scheiße. Oh! Wäre ich doch mal gelaufen. Das war stark. Oh, der eigene Mann! Nicht okay, gut. Jetzt läuft's hier aber, ne? Läuft. Weiter, Hoffenheim. Also, wir sind ja wirklich momentan am Drücke. Ja. Mainz verteidigt aber auch schlau. Ja. Ja, das gibt noch mal eine Karte. Ah, mich ärgert das. Also, wir dürften hier gar nicht mehr hinten liegen. Eigentlich schon 4-2 führen. So viele Schüsse knapp am Tor vorbei. Also waren meiner Meinung nach 300-prozentige waren dabei. Ja. Ja, da war mehr drin. Oh, das. Also, jetzt ist das hier aber auch ein Pech. Der eigene Mann stellt sich hier sogar in den Laufweg. Oh, und Baumann, ey. Also, das wäre jetzt aber mal richtig. Wir kontern der eigene Mann im Weg. Oh! So, 2-1 Führung, Mainz. Halbzeit abhaken. Also, ja, von den Möglichkeiten her. Oh, Luke hat mir aufs jemals. Oh, ja, da steigere ich mich. Gut, ich setze auf den zweiten Durchgang. Punkt. Los geht's. Zweiter Durchgang, Mucke führt. Außer knapp mit 2-1. Boah, was ein Applaus. Seitenwechsel, voll der Applaus. Ja. Ui, ja, das gibt den zweiten Elfer. Also nicht in dieser Partie, aber an diesem Wochenende. Oh, ja, ja, ja. Aubameyang hatte schon mal einen. Ja! Oh! Da ist er ausgegangen. Kramaric. Kramaric. Okay. Oh, wie. Also, was war das für ein. Also, das ist ja jetzt mal richtig. Aus der Drehung in den Spagat. Da musst du erst mal so hinkriegen. Ja, abseits. Also, das war heftig. Hoffenheimer lassen sich aber auch schnell fallen hier. Ach, scheiße. Genau das darf wieder nicht sein. So leicht den Ball herzuschenken. Muss der ran! Der eigene Mann schon wieder im Weg. Oh! Weißt du, ich bin mit einem Mittelfeldspieler schneller dran als mit einem Verteidiger, der eigentlich dafür zuständig ist. Ja, ne?
Oh, EA wechselt den Spieler, denn ich hatte den richtigen. Fuck. Na, so sagt man aber nicht. Ah, hab mich gerade geärgert. Oh! Oh! Ich dachte, der wäre weg. Nee, dann hätte er auch abgepfiffen. Ich hätte dich da gefoult. Oh, also das mit dem Blau ist jetzt hier schon wieder. Ich wollte gerade passen, dann fiel mir ein. Nee, das ist er nicht. Das ist nur der Schiri. So, meins mit Druck. Hoffenheim kann aktuell klären. Puh. Puh. Ich hab nichts gesehen, tut mir leid. Ich hab nicht. Ja! Oh! Hätte ich früher spielen müssen. Mein Fehler. Sehr gute Ecke! Und da ist ein Eckballtor! Die war schön getreten. Sehr gut freigelaufen. Oh, schon wieder. Stark gemacht. Meint sogar mit Ball. Eieieiei. Jetzt habe ich mich so quergestellt, weil ich dachte, das wärst du, aber da war der Fummler. Ja, das ist echt, sag ich ja. Scheiße. Oh! Hätte er nicht mal gepfiffen. Gnabry, ganz schwach. So, weiter geht's. Schalai kommt für Uth. Oh, du musst Uth raus. Ja. Oh, nee, Gnabry bleibt. Aha. Ei. Oh, erstmal gleich mit einem schönen Fehlpass. Oh, noch nicht dahin. Au. Oh. Schön gemacht. Baumann auch gut aufgepasst. Oi. Oh, nein! Ja, hergeschenkt weiter. Oh, die sollte so gar nicht kommen. Scheiße. Oh, fuck, dass wir den Ball dann nicht mehr bekommen hier. Oh, lauf weiter. Oh, ja, genau. Was macht er da? Nimm doch die Pille mit, ey. Oh, sehr gute Kontermöglichkeit. Latte! Oh, vor die Füße! Oh, Latte in der 74. Minute. Vom eingewechselten Stürmer. Schade. Das war kein Abseits? Nee, du warst da noch hinter. Ja! Oh, super gespielt! Ja! Da ist er, jetzt trifft er. Gut gekommen, einmal Latte, einmal versenkt. Ah.
das war ja wieder schwer. Ja, ansonsten hätte ich... Ja gut, ich hätte nicht mal auswechseln können. Ich hätte ihn rausgesteckt. Weg damit. Stark aufgepasst wieder vom Mucke. Oh, das gibt die Ecke. Ja, weg. Sehr gut gemacht. Ja, scheiße, der Pass war, der sollte eigentlich außen rum. Mit so einem schönen Bogen. Oh, getunnelt! Also jetzt. Oh, it's Tonali! Meine Fresse, spring noch nicht daneben. Oh, der Keeper ist sogar vorne. Oh, noch eine Ecke. 88. Minute. Mainz wirft alles nach vorne. Hoffenheim klärt. Hoffenheim, mit dem Sieg würden sie bei Bayern München richtig rankommen. Ach, der hat auch noch Ball. Hallo, werfen. Och, nicht der Bug schon wieder. Den können sie auch mal beheben. Ich will werfen. Ich weiß, du kannst es nicht, aber Zeitspiel! Hallo! Gut! Jetzt willst du mich aber auch verarschen, ne? Nee, das war keine Absicht. Ja, hätte ich auch gesagt. Oh. Na, hast du schon wieder gewonnen. Ja, sieht gut aus. Ja, der Ding nur gut aus hat, ist erledigt. Ja! Im zweiten Durchgang Hoffenheim dann effizienter. Das war's. Nächster Erfolg. Damit führe ich jetzt mit 6 Punkten. Es war auch wieder dieses dritte Spiel. Also das habe ich ja insgesamt ja auch häufiger gewonnen. Nächste Partie lautet nun Frankfurt gegen Köln. Da können wir gespannt sein. Auch hier ist wieder die Frage, Frankfurt, wollen die noch mal international rein? Momentan 9. Platz und Köln, die müssen unten raus. 15. Platz mit 23 Zählern. Das wird eng. Verpasst das nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.